Willkommen, liebe Zuschauer, zur letzten Ausgabe des Regionalmagazins im Monat Mai. Am Mittwoch, den 30. haben wir folgende Themen für Sie vorbereitet. Grüne Hausnummer. Auszeichnung für junges Paar in Schönebeck. Ankündigung. Wir grillen gemeinsam mit dem Rewe für Kinder in der Region. Und Partytime. Greenline-Tankstelle lädt ein. Am 1. Juni ist Internationaler Kindertag und der Rewe-Markt hier in der Schillerstraße hat sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Gemeinsam mit uns, mit der Elbe Medienproduktion, grillen wir für Kinder der Region. Sie werden sich fragen, wo befinden wir uns gerade? Nun, Sie sehen es vielleicht auch schon im Hintergrund, auf dem Rewe-Parkplatz hier in Schönebeck in der Schillerstraße. Warum befinden wir uns hier? Nun, ich möchte Sie recht herzlich einladen, am kommenden Freitag, dem 1. Juni, dem Kindertag schlechthin, hier einfach mit dabei zu sein. Das Ganze in der Zeit von 14 bis 20 Uhr veranstaltet der Rewe-Markt gemeinsam mit uns, der Elbe Medienproduktion GmbH, ein großes, kunterbuntes Kinderfest. Rewe natürlich mit Spiel, Spaß und Leckereien für die Kleinen, aber auch die großen Gäste. Und wir als Elbe Medienproduktion bzw. Elbe Kanal sind vor Ort mit unserer Aktion Grillen für Kinder der Region. Wie könnte es passender sein, natürlich für die Kids hier auf dem Rewe-Parkplatz bzw. dem Rewe-Markt. Kommt vorbei, genießt eine leckere Bratwurst bzw. die anderen Leckereien und die Überraschungen des Rewe-Marktes. Freitag, 1. Juni in der Zeit von 14 bis 20 Uhr. Wir würden uns freuen, Sie dann dementsprechend hier begrüßen zu dürfen. Also Freitag, auf geht's hier zum Rewe-Markt. Und eine weitere Veranstaltung ist am 1. Juni geplant, denn die Greenline-Tankstelle in der Magdeburger Straße plant einen Umbau. Und bevor der losgeht, soll nochmal mit allen Kunden und Freunden ordentlich gefeiert werden. Sehr geehrte Zuschauer, so sieht sie aus, die Eintrittskarte in den Party-Spaß am Wochenende. Genau gesagt, Freitag, der 1. Juni, 20 Uhr, hier in der Greenline Lounge. Warum? Nun, es wird endlich umgebaut, das heißt Terrasse, die Lounge selber und vieles mehr wird dann im neuen Glanz erstrahlen und Sie recht herzlich einladen, dann natürlich in besserem und schönerem Ambiente Ihre Speisen und Getränke zu genießen, aber auch den Feierabend ganz entspannt mit einem Cocktail zu genießen, also nach dem Umbau, denn hier viel Möglichkeiten. Und damit der Umbau so richtig losstarten kann, wird noch einmal richtig gefeiert, wie gesagt, am kommenden Freitag ab 20 Uhr. Sie können mit dabei sein, das Ganze für nur 5 Euro. Ganz wichtig, Sie sollten Ihre Karten schnell sichern, hier direkt bei Greenline abholen, denn es gibt nur noch wenige Karten für dieses Event am kommenden Freitag. Wer ist mit dabei? Natürlich DJ Felix hier aus Schönebeck. Das ist eine Garantie für Partyspaß und die passende Musik. Also steht eigentlich nichts mehr im Wege. Ich darf Sie recht herzlich einladen, gemeinsam mit dem Team von Greenline hier am kommenden Freitag mit dabei zu sein. 20 Uhr geht's los. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis Freitag. Ciao, ciao. Wenn also auch Sie am 1. Juni noch nichts vorhaben, dann merken Sie sich sowohl den Termin beim Rewe als auch den Termin bei der Greenline Tankstelle. Und damit kommen wir jetzt zu den aktuellen Kurznachrichten aus der Region. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr wurde ein Brand im Imbiss in der Republikstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Dach bereits mit offener Flamme. Die Löscharbeiten wurden eingeleitet, das Feuer konnte abgelöscht werden. Das Dach wurde dabei zerstört und Löschwasser gelangte in die darunterliegenden Räume. Nach bisher vorliegenden Kenntnissen wurden kurze Zeit vorher Dachdeckerarbeiten durchgeführt. Es besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Brandstiftung im Rahmen dieser Arbeiten. Der Brandort wurde beschlagnahmt und wird am Mittwoch untersucht. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung mit anschließender Diskussionsrunde lädt der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Schönebeck am 7. Juni ein. Ab 18.30 Uhr können Interessierte sich über das Thema Schönebeck spart, warum im Stadtwerkehaus informieren lassen.
Als Gesprächspartner steht an diesem Abend der Oberbürgermeister und der Landtagsabgeordnete Kohl zur Verfügung. Erik Neutsch wurde am 21. Juni 1931 in Schönebeck geboren. Anlässlich seines Geburtstages möchte die Erik-Neutsch-Stiftung an den engagierten Schriftsteller in der Elbestadt erinnern. Zur Würdigung des Werkes eines der bekanntesten Söhne der Stadt findet ein Ehrenprogramm am Montag, den 18. Juni in der Stadtbibliothek Schönebeck statt. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch eröffnet die unterhaltsame Veranstaltung in der Straße am Stadtfeld 40. Sachsen-Anhalt feierte erstmals einen Tag der Feuerwehr. An 25 Standorten stellten die Freiwilligen Feuerwehren am Samstag, den 26. Mai 2018, sich und ihre Arbeit vor. Auch Schönebeck beteiligte sich an der Kampagne des Bundeslandes bei der Gewinnung neuer Einsatzkräfte. Mit zahlreichen Präsentationen haben die Kameradinnen und Kameraden der hiesigen Stadtteil- und Ortsfeuerwehren den Brunnenfestbesuchern ihr Wissen und Können vorgeführt. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch begrüßte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Elbestadt am Friedensplatz. Für ihre Wiederwahl als Vorsitzender ihres Gemeindeverbandes wurden für Barbie Andreas Mietner und für Staswo Dominik Isa geehrt. Sie sind damit für zwei weitere Jahre in der Pflicht, im Ehrenamt für die CDU zu streiten und für die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Fragen zu sein. Hauptaufgabe dieser Wahlperiode ist jedoch die Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl 2019, verbunden mit einem engagierten Wahlkampf mit allen Kandidaten und dem Gemeindeverband. Eine Idee der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Sachsen-Anhalt mit Kulturstaatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger an der Spitze trägt bald eine weitere Frucht. Nachdem der Kreisverkehr am Schönebecker Heinitzhof bereits mit einem thematisch dem Schönebecker Salz gewidmeten Stahlskulptur des Bildhauers Matthias Trott gestaltet worden war, steht nunmehr der Kreisverkehr am Ende der Elbbrücke im Blickpunkt dieser Macher. Dieses Mal heißt das Thema Schifffahrt. Dabei setzte der Metallbau Henschel den Entwurf von Matthias Trott eindrucksvoll um. Möglich war dieses spektakuläre Kunstwerk durch die finanzielle Unterstützung der Stadtwerke Schönebeck GmbH und des Elbuferfördervereins Schönebeck e.V. Herzlich gratulierte Oberbürgermeister Bert Knoblauch am Dienstag zu den Jubiläen 25 Jahre offene Jugendarbeit im Kinder- und Jugendbüro Piranha, 20 Jahre Zentrum für alternatives Lernen sowie 10 Jahre Mehrgenerationenhaus Schönebeck im Bildungszentrum des Vereins Rückenwind e.V. in der Bahnhofstraße 11 bis 12. Er überreichte Jana Dostal von der Geschäftsführung zu diesem Anlass ein Erinnerungsschreiben, in dem er sich für die Arbeit der drei Jubilare herzlich bedankte. Rückenwind feierte aus diesem Anlass ein kleines, multikulturelles, buntes Fest unter dem Motto Schönebeck, das sind wir, vielfältig und tolerant. Zu einer Vollsperrung des Straßenverkehrs kommt es vom 4. bis 8. Juni in der Bad Salzelmener Mühlenstraße. Ursachen sind Arbeiten eines Gashauptanschlusses in Höhe der Hausnummer 12a. Die Einbahnstraßenregelung wird für diese Zeit aufgehoben. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Das durch eine Förderung von Demokratie leben unterstützte Fest der Begegnung des Schönebecker Netzwerks Asyl erlebt am 18. August dieses Jahres von 11 bis 16 Uhr im Umfeld der Straße der Jugend 67 bis 69 seine zweite Auflage. Darüber informierten jetzt Schirmherr Oberbürgermeister Bert Knoblauch, Ines Krim-Hübner von der AWO und Britta Duschek von der koordinierenden Bürgerstiftung Salzlandregion Schönebeck, eben dort in der Koordinierungsstelle für Integration und Ehrenamt des DRK. Insgesamt beteiligen sich 28 Initiativen, Verbände, Einrichtungen und Organisationen des Netzwerks Asyl aus Schönebeck und Kalbe aktiv mit verschiedenen Beiträgen am Fest. Oberbürgermeister Bert Knoblauch hat den Kameraden Michael Vorwerk am Donnerstag als Ehrenbeamten zum Ortswehrleiter, der Ortsfeuerwehr Pritzin sowie den Kameraden Christian Ballerstedt als Ehrenbeamten zum stellvertretenden Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Pritzin jeweils bis zum Jahre 2024 ernannt, ihnen herzlich gratuliert und die entsprechenden Urkunden überreicht. Grundlage war ein einstimmiger Stadtratsbeschluss.
Der Tag der Nachbarn, organisiert vom AWO-Kreisverband Salzland e.V., lockte am vergangenen Freitag zahlreiche Besucher in die Bertolt-Brecht-Straße. Bei bestem Wetter und zahlreichen Aktivitäten konnten die Anwohner und Gäste das nette Beisammensein genießen. Kinderschminken, Shantykur und Leckeres vom Grill waren nur einige der vielen Highlights. Die verkehrsrechtliche Anordnung in der Schönebecker Tischlerstraße wird zwischen der Einmündung zum Busbahnhof und dem Ende des Busbahnhofes noch bis 1. Juni 2018 verlängert. Vom Friedensplatz kommend in Richtung Kreisverkehr ist die Straße einseitig befahrbar. Die Gegenrichtung ist als Sackgasse ausgeschildert. Grund dafür sind Reparaturen von Straßenabläufen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Aufgrund geringfügiger Tragfähigkeit der Sulzgrabenbrücke begann am Montag, den 14. Mai 2018, der notwendige Ersatzneubau, welcher voraussichtlich 5 Monate andauern wird. Während der Bauzeit ist die Eggersdorfer Straße im Bereich des Durchlasses voll gesperrt. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Und in unserem nächsten Beitrag geht es um die grüne Hausnummer. Wenn Sie sich jetzt fragen, was man darunter versteht, der nächste Beitrag erklärt das. In der Wilhelm-Helge-Straße wurde von 2016 bis Juni 2017 ein Altbau Baujahr 1905 saniert. Doch bei den Baumaßnahmen gab es einige Besonderheiten, die in der heutigen Zeit bei einer Erneuerung des Hauses noch nicht Standard sind. Denn die Sanierung wurde umweltfreundlich durchgeführt. Mein Anspruch für diese ökologische Sanierung war halt einfach, meinen Kindern keinen Wüstenplanet zu hinterlassen. Und aus diesem Grund haben wir mehr als den Standard gemacht, um weniger Energie zu verbrauchen und damit mehr CO2 einzusparen. Im Zuge dieser Maßnahmen haben wir dann von dieser grünen Hausnummer, die dann gerade auch frisch und neu aufgelegt wurde, erfahren und haben uns dann darauf beworben. Also wir haben quasi im Laufe der Bauphase von dieser grünen Hausnummer erfahren. Die grüne Hausnummer ist ein Projekt der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH, welche damit das Engagement privater Eigentümer von Ein- und kleinen Mehrfamilienhäusern für Energieeffizienz sowie Klima- und Ressourcenschutz würdigt. Denn man kann bei durchdachter Planung, moderner Baustoffe, guter Dämmung, effizienter Heiztechnik und erneuerbaren Energiequellen bei Strom, Gas und anderen Energieträgern sparen. So bewarb sich auch Robert Läubeling aus Schönebeck mit seinem frisch sanierten Einfamilienhaus. Er legte bei den Baumaßnahmen großen Wert auf den Umweltschutz, denn dieses Thema liegt ihm sehr am Herzen. Mit der gewonnenen Auszeichnung der grünen Hausnummer möchte er auf ein umweltfreundliches Leben aufmerksam machen. Mein Wunsch ist es, dass immer mehr Menschen beginnen, darüber nachzudenken, wie wir als Bevölkerung, als Menschheit mit Energie umgehen, um einfach unseren Kindern einen noch lebenswerten Planeten und keinen Wüstenplaneten zu hinterlassen. Mit der Initiative der Lena und dem Engagement privater Personen möchte man künftige Hausbauer für ein energiesparendes und nachhaltiges Bauen sowie Sanieren sensibilisieren. Ich gebe kurz ab in die Werbung, aber bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54, denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Indian Palace, das Lifestyle-Restaurant in Magdeburg. Hier können Sie nach Herzenslust unsere indischen Spezialitäten genießen. Wir freuen uns, auch Sie bald bei uns zu begrüßen. Schönebeck, eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu.
Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Kotelett mit Knochen, 1 Kilogramm für 4,99 Euro. Frische Rippchen, 100 Gramm zu 30 Cent. Soljanka, 100 Gramm zu 50 Cent. Lyona, 100 Gramm zu 90 Cent. Und Schwartengehacktes im Glas, das Stück 2 Euro. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Brumby oder Güsten, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Musik.
Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück zum Regionalmagazin am Mittwoch, den 30. Mai. Bei uns geht es jetzt auch gleich weiter mit dem Medium der Woche. Die Arena-Tournee von Helene Fischer steht bereit und wir hören mal rein. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Atemlos durch die Nacht, spür, was Liebe mit uns macht. Helene Fischer setzte mit ihrer Bühnenshow auf der ausgedehnten Arena-Tournee neue Maßstäbe. Gemeinsam mit Band und den weltberühmten Tänzern und Akrobaten des Cirque du Soleil zauberte die Schlagerkönigin eine Show der Superlative auf die großen Arena-Bühnen. Dieses Live-Spektakel können alle Fans ab sofort zu Hause erleben. Achterbahn, Schmetterling oder Nur mit dir sind nur einige der großen Hits der Künstlerin. Nur mit dir möchte ich die Welt von oben sehen. Die Zuschauer kamen in einen Konzertgenuss von knapp 3 Stunden, bei dem Helene Fischer sowohl auf der Bühne als auch in der Luft eine atemberaubende Show ablieferte. Viva la Vida, das volle Programm oder Herzbeben, das sind nur einige große Hits der Künstlerin. Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben. Herzbeben, vorwärts, Herz, lass es beben, beben. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Wenn Sie eine dieser CDs gewinnen wollen, dann machen Sie mit und beantworten Sie mir folgende Frage. Welcher Markt veranstaltet denn das Grillen am 1. Juni? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken eine E-Mail an info@elbemedien.de. Die Gewinner geben wir dann wie immer am Freitag bekannt. Und bei uns geht es jetzt weiter mit aktuellen Veranstaltungstipps. Unter dem Titel Mein farbiges Hobby präsentiert die Künstlerin Christine Schnitzer vom 7. April bis zum 1. Juni 2018 ihre Schöpfungen der vergangenen Jahre im soziokulturellen Zentrum Treff in der Wilhelm-Helge-Straße 3 in Schönebeck. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch von 8 bis 18 Uhr. Die Ausstellung besteht aus einem bunten Mix aus Techniken und Stilrichtungen wie Stillleben, Abstraktes und Acrylmalerei. Für die musikalische Unterstützung sorgt der Schönebecker Musiker Manfred Petri. Weitere Informationen finden Sie telefonisch unter 03928 67 52 2 und auf der Homepage www.skztreff.de. Auf den Spuren des Salzes in der Region Magdeburg und Elbe-Börde-Heide begibt man sich vom 26. Mai bis zum 8. Juli. In der Aktionswoche beteiligen sich 21 Orte mit 60 Angeboten rund um das Thema Salz. Auch die Stadt Schönebeck beteiligt sich mit Führungen und Rundgängen sowie Ausstellungen. Genaue Informationen zu den jeweiligen Standorten und Veranstaltungen finden Sie online unter www.regionmagdeburg.de. Im Dr. Tholberg-Saal geht es wieder heiter her. Die Magdeburger Zwickmühle gibt ihr diesjähriges Gastspiel am 3. Juni um 17 Uhr, bei dem viel Lachen mit Nachdenken garantiert ist. Im Gepäck haben Marion Bach und Heike Ronninger ihr aktuelles politisch-satirisches Programm »Die Gedanken haben frei«. Wer sich diesen unterhaltsamen Nachmittag am 3. Juni nicht entgehen lassen möchte, kann ab sofort Karten in den beiden Schönebecker Stadtinformationen erwerben. Bereits zum 33. Mal findet am 8. Juni die Sportnacht in der Sporthalle der Lerchenfeldschule statt. Neben Live-Musik, Auftritten der Tanzgruppe und Leckerem vom Grill steht in diesem Jahr ein ganz besonderer Höhepunkt an. Das Rhönrad-Team wird 20 Jahre alt und möchte das gebührend feiern. Los geht die Veranstaltung um 19 Uhr in der Sporthalle der Lerchenfeldschule. Musik
Die Stadt Kalbesaale lädt am 9. und 10. Juni zum diesjährigen Rolandfest ein. Die Freiwillige Feuerwehr Kalbe feiert am Samstag ihr 140-jähriges Jubiläum. Des Weiteren erwarten Sie ab 14 Uhr Live-Musik, eine Moden- und Technikschau und einen Umzug mit befreundeten Wehren. Der Sonntag wird um 11 Uhr vom Shantychor aus Schönebeck eröffnet. Neben Auftritten der Tanzmäuse und einer Rubelshow stehen auch die Türen der Innenstadthändler länger auf. Der Eintritt für das Rolandfest ist frei. Das 10. Pritziner Steinhafenfest lädt am 9. und 10. Juni zum Mitfeiern ein. Nicht nur Wassersportbegeisterte können jeweils ab 11 Uhr mit dabei sein. Der Eintritt ist frei. Sportfrei. Am 10. Juni wird es sportlich im Kurpark. Zusammen mit dem Lucky Fitness und der Barmer lädt der Solepark alle Gäste zu einem abwechslungsreichen Programm ab 11 Uhr ein. Bei Mitmachaktionen, Kindersportparcours und kleinen Gesundheitscheckups ist für die ganze Familie ein bunter Tag voller Spaß und Bewegung geplant. Der Eintritt ist frei. Das sonnige und warme Wetter geht weiter, allerdings muss am Samstag mit starken Gewittern gerechnet werden. Die genauen Aussichten für Donnerstag bis Samstag gibt es jetzt. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Der Wettergott Petrus meinte es in den letzten Tagen ziemlich gut mit uns bei durchschnittlich 30 Grad und Sonnenschein. In den kommenden Tagen geht es so weiter und damit begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die kommenden Tage. Bereits zum Donnerstagmorgen können wir mit 18 Grad rechnen. Es ist sonnig und nur vereinzelt bewölkt. Im Laufe des Tages werden die Wolken aber etwas mehr und leichte Schauer sind zu erwarten. Maximal steigt das Thermometer auf 30 Grad. Zum Wochenende steigen die Temperaturen dann noch einmal und wir erleben mit 33 Grad einen neuen Höchstwert. Es bleibt trocken, das Niederschlagsrisiko liegt bei 35%. Am Samstag sind dann Hitzegewitter zu erwarten. Die Temperaturen fallen rasch auf 23 Grad und auch die Sonne zieht sich etwas zurück. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und damit endet das Regionalmagazin für Mittwoch, den 30. Mai. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, sonnigen und warmen Abend. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.